allerdings auch welchen Stellenwert. Es sind viele von euch natürlich die Autogramme der Profis. Wie anstrengend ist es denn für den Arm? Der wird ja normalerweise bei euch nicht so trainiert, oder? Nein, aber man macht es auch gerne, ne? Ach, ganz hinten. Ist ja schön, auch hier die Fans und so. Sowas hat man nicht überall. Schon was Besonderes. Wie verrückt die als BVB-Fans sind, das ist schon schön. Super schön ist natürlich, dass Sebastian Haller hier heute sein kann, nach dem sehr, sehr schwierigen halben Jahr. Und insgesamt überhaupt die Profis mal wieder seit Langem so von der Nähe zu sehen, ist einfach genial. Wie viel Talent braucht es hier für die ganzen Unterschriften heute? Auf jeden Fall ein bisschen mehr, wie du siehst. Ich habe so ein bisschen die Angewohnheit, mich selber anzumalen, aber sonst geht es ganz gut, danke. Wir sehen jetzt hier schon Fischerhut. Was war so bisher das Ungewöhnlichste, was du unterschreiben musstest? Das Ungewöhnlichste? Boah, eigentlich nicht so viel heute. Wir haben relativ normale Sachen, Bälle, keine Spielzeugbären vielleicht, aber nee, eigentlich alles ganz normal heute. Das ist ein Foto von unserem 30-jährigen Bestehen und Fanclub intern werden wir dieses jetzt für einen guten Zweck versteigern, um es dann der Stiftung Leuchte auf zukommen zu lassen. So Marius, ich sehe, ihr hattet hier neben den ganzen Autogrammen auch noch Zeit für Tic-Tac-Toe. Beim Julia Brandt staut's immer. Da müssen wir die Leute immer abhalten, dann war uns ein bisschen langweilig und dann hat es der Tisch so hergegeben, sage ich mal. Ne? Woran liegt das, schreibt Jule so langsam, oder? Ich glaube, er ist sehr gefragt bei den Fans, deswegen, er braucht immer so lange. Deswegen ist es bei ihm immer Stau, weißt du? Weil die Fans, er ist so beliebt für Fotos und alles, deswegen. Und er ist auch der Allerbeste.